geschenkt. Guck mal, wie lang das schon ist. So lang. Ja? Also so lang ist das. So lang. Halt das mal ab, mach das. Das ist ein ganz nett, und wenn das kaputt geht, müssen wir das bezahlen. Guck mal hier. Letztes Jahr 5.000 Euro, dieses Jahr 500. Schlecht. Kannst du den Weihnachtsbaum leben? Freut sich die Freundin. Sag ich, Mann, du bist ein toller. Jetzt ja, oder du kannst hier auch die Tausende. So was schenkt keiner seine Freundin, oder? Oder hast du auch schon mal nichts geschenkt? Wir gucken mal, was das hier noch alles gibt. Aber nicht kaputt machen, sonst müssen wir den Preis bezahlen. Boah! Guck, guck dir das an. Guck dir das an. Halt mal fest. Wie? Halt mal die Beste. Ja, im Angebot. Nächstes Jahr kannst du wieder für eine Million 100.000 bekommen. Ach, ich habe was ganz Feines. Mit 5 Euro in der Größe. Und ich habe das ist für Kinder. Für 1 Euro solche Dinger. Dann habe ich auch also, warte mal, jetzt auf. Ich habe auch ganz kurz. Ich habe das schon gesehen. Ich gebe mir auch von jedem hin. Okay? Aber rausgeben kannst du, ja? Ja, 6 Euro. Gar nicht, dann machen wir Weihnachtsgeschenke. Ja, genau, Weihnachtsgeschenke. Genau, so ist das gedacht, weil dann macht man keinen Müll. Das ist richtig klug, ja? Weil da gibt es dann keinen Müll. Also 4,10 Euro. 4,10 Euro. Ja, ja, also alles klar. Schenkst du noch mal, super. Danke. Danke. Dein Brot fest, wa?
der hat das Fame gekostet. Wollen Sie kaufen? Bist du gekauft? Hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Ja. Hast du auch nichts? Das freut sich jeder. Ich mach's jetzt dir billiger. Letztes Jahr hat es 10 Euro gekostet. Heute kriegst du es für 1 Euro. Nächstes Jahr kannst du für 20 verkaufen. Alle Geschenke für alle. Auf Glück. Haben Sie schon alle Weihnachten? Ich habe schon einiges abbekommen. Wirklich? Ja. Dieses Jahr oder letztes Jahr? Letztes Jahr ist es neu. Wir haben altes im letzten Jahr, aber das Neue, das muss man haben. Dafür nehme ich 1 Euro und das ist 5. Und dann meinte letztens einer, dass ich das nicht für 5 Euro verkaufen kann. Aha. Und da war ich mir nicht sicher, aber da ich Sie jetzt sehe, habe ich mir gedacht, frage ich auch, was Sie denken. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, muss ich nachlesen. Ja, aber so, eigentlich kann ich weitermachen, oder? Wenn Sie keiner beschwert? Ja, danke.